Herzlich willkommen, der beste Chor im Westen, das Weihnachtsspecial. Das feiern nicht wir zusammen, sondern ich bin total froh, dass wir die zauberhafte Jury dabei haben. Los geht's mit dem Herz, die Stimme, die Seele, Jane Comerford. Danke dir. Die Garantie für gute Laune, Giovanni Zarrella. Und natürlich unser Chorpapst, der ist auch mit dabei, Rolf Schmitz-Marburg. Herzlich willkommen. Auch wenn Winter kommen sind, wir gehen weiter immer hoch hinaus. Egal wie hot die Hotlocks sind, sie sind so viel kleiner von hier oben aus. Wenn dir die Luft ausgeht, nur nicht nach unten sehen. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Wenn man wirklich will, dann geht's genau so. Großartig. Weiter, weiter. Liebe Leute, das war spektakulär. Der beste Chor im Westen 2019 heißt Gemischte Stimmen, Bigesang aus Alpen. Herzlichen Glückwunsch! Wie geht's euch, wenn ihr die Bilder seht, jetzt nochmal vom vergangenen Jahr? Ja, also ich muss sagen, es geht mir wirklich sehr nah. Und es ist wirklich schwer zu gucken, weil wir das so vermissen, was in den letzten Jahren war. Und diese Atmosphäre, dieser Zusammenhalt, dieser Mikrokosmos von den Chören, wie sie menschlich miteinander umgehen, die Arbeit, der Gesang, die Arrangements, das fehlt uns natürlich total. Rolf, du bist ja ganz nah an den Chören dran. Wie viel gibt es in Nordrhein-Westfalen? Also ich sag mal, da sind wir locker bei 7.000, 8.000 Chören in NRW. Rolf, ich habe gesehen, so ab März gab es ja so ganz viele Videos mit so Zoom-Schalten, die sich zusammen... Das ist, glaube ich, erstmal ist das ganz lustig und wie ein Abenteuer, ne? Ja, das war alles im Wunderland. Ich meine, das war für alle neu und jeder sagte, komm, da ziehen wir mit. Ja. Und da sind tolle Ideen entstanden, unglaublich. Ja, und der Chorverband NRW, ich habe ein Beispiel mitgebracht, hat, glaube ich, echt den größten Chor der Welt geschaffen. Wir wollen mal reingucken, Ode an die Freude. Der Chorverband NRW mit dem allergrößten Chor, Ode an die Freude, denn es ist ja auch immer noch Beethoven, ja. Jane, das ist, musst du als Gesangslehrerin ja auch sagen, tipptopp gelöst, oder? Ja, fantastisch. Also ich glaube, man macht sich keine Vorstellung, was für eine Arbeit das ist, das so hinzukriegen. Ein absoluter Wahnsinn, also Hut ab. Aber ich gucke es wirklich unfassbar gerne. Jetzt wollen wir auch mal auf morgen Abend gucken, Heiligabend. Wie macht sich bei dir die Stimmung breit? Also, es ist natürlich in Deutschland ein sehr schönes Weihnachtsfest. Man muss dazu sagen, Australian Girl, bei dir ist eigentlich Hochsommer gerade. Genau. Ich liebe es, in Deutschland zu sein, gerade um diese Jahreszeit, weil das so gemütlich ist und so toll. Und Weihnachtslieder? Weihnachtslieder, ja. Ich bin ganz besonders gerührt hier, wenn man so weit weg von zu Hause ist.
wenn mal in meiner Muttersprache kommt, die ich noch aus der Kindheit kenne. Und dann geht's noch mal so ein bisschen anders durch mit mir. Meine Liebe, dann wird's Zeit für ein erstes Weihnachtslied. The Heart Choir aus Wetter an der Ruhr mit Carol of the Bells. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say their cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek at the bow. Ding dong, ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising that song. Oh, hail that day, telling that tale. Gaily the ring, loud people sing songs of good cheer. Christmas is here. Städte mit All I Want for Christmas. Die Young Voices. Wie hat es dir gefallen? Also bei 90 Frauen, die so eine gemeinsame Sache so toll anpacken, muss man begeistert sein. Das ist schon mal klar. Ihr habt es total klasse gemacht. Vielen Dank.
Young Voices aus Eilstede im Münsterland haben 2017 den Titel geholt, der beste Chor im Westen. Letztes Jahr im Finale der Chor Cantiamo aus Aachen. Mhm. Ein Chor, der absolut präzise war. Die haben sich vor den Auftritten immer sehr zurückgezogen und sehr konzentriert. Ja, das haben sie aus gutem Grunde gemacht, weil die Literatur, die dieser Chor gesungen hat, der braucht natürlich auch so ein Bei-sich-Bleiben. Genau das ist die Qualität. Also sie haben sich nicht aufs Glatteis führen lassen, sind nicht lauter geworden, sind immer in ihrem Bereich geblieben und dafür musst du bei dir selber bleiben. Und ich finde, das haben sie auch noch mal ganz deutlich gemacht bei der Auswahl ihres Weihnachtsliedes O du stille Zeit, der Chor Cantiamo aus Aachen. Noch eine Sopranstimme habt, wenn ich in Aachen wohnen würde, würde ich mich bewerben. Also fantastisch, fantastisch, klasse, danke! Jane, hier vorne wird schon eine Lücke für dich gemacht, also du solltest es dir überlegen. Chor Cantiamo Aachen. Erinnert ihr euch, man konnte im Studio, konnte man wirklich eine Stecknadel fallen hören. Mhm. Chor Cantiamo aus Aachen. Schön, oder? Ja, voll gut. Genau die richtige Stimmung gerade. Ja, genau. Giovanni, wie läuft es morgen Abend bei euch ab? Wir machen das sehr, sehr, doch sehr traditionell wird Weihnachten bei uns gefeiert. Auch mit gemeinsam in die Kirche gehen und auch die Tradition an die Kinder weitergeben und auch gemeinsam singen und beten am Tisch. Das machen wir sowieso immer, auch sonntags, wenn wir mit der Familie zusammensitzen. Aber das gehört schon dazu. Bei uns in Italien gibt es zum Beispiel kein Fleisch am 24. Mhm. Das bleibt also komplett weg. Es gibt sehr, sehr viel zu essen. Meine Mama, die zaubert sehr, sehr viele diverse Gänge. Wenn man da schon ankommt, liegen da schon Antipasti-Platten auf dem Tisch. Das ist ein Traum. Schon wenn du in der Nähe von dem Haus bist, da riecht es schon die Straßen. Du siehst praktisch den Duft in der Luft fast schon. Mhm. Und freust dich einfach auf eine schöne Weihnachtszeit. Und trotz dieses verrückten Jahres freue ich mich darauf, mich da in diesen Schoß von Weihnachten fallen zu lassen. Und vielleicht einfach erst recht, zu genießen. Oder? Erst ja, genau. Recht? Erst recht, erst recht. Die Hausmusik, was läuft? Ich liebe diese traditionellen Weihnachtssongs, vor allem die halt aus den Staaten auch kommen, aber auch die schönen deutschen eben Weihnachtslieder. Bei uns zu Hause lief, seitdem ich denken kann, immer Weihnachten mit Boney M.
Wow. Weihnachten mit Bonnie M. Und jetzt feiere ich natürlich mit meiner eigenen kleinen Familie. Und was läuft? Weihnachten mit Bonnie. Okay, muss ich unbedingt natürlich reinhören. Weihnachten mit Bonnie M. Irgendwie. Das ist so. Ich glaube, das ist das, was ich weitergebe. Tatsächlich. Ja. Sabine, man verbindet so viele Erinnerungen, man verbindet was mit Musik. Ja. Und manchmal ist es nicht so genau, was die Musik ist, es sondern es klingt nach zu Hause. Genau. Es ist das, was man damit verbindet. Ja, und mit dem nächsten Weihnachtslied hier bei uns im Weihnachtsspecial vom Besten Chor im Westen verbinden auch ganz viele Menschen was. Das ist In Dulci Jubilo, und zwar vom Christophorus Jugendkammerchor aus Versmold. Mit der schwedischen Version von Herbei, o ihr Gläubigen, das Frauenensemble Encantara. Yeah.
bin so begeistert von euch. Vom ersten Ton an, den wir von euch gehört haben, ihr habt euch hier so durchgedribbelt, durchgesungen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich ein Geschenk für uns, dass ihr das mit uns teilt. Und ja, es ist fehlerfrei, es ist einfach perfekt. Ja, als ich das letztes Jahr in der Show gehört habe, da wusste ich, jetzt geht Weihnachten los. Ja, das ist, ich weiß nicht, also das ist ja ein Song aus meiner Kindheit, einer dieser besagten Songs. Dark Air Common übrigens, auf Schwedisch. Ja, und auf Englisch heißt das O Come All Ye Faithful. Und das ist einer von diesen ganz fest verankerten englischsprachigen alten Weihnachtssongs, die so wirklich ins Mark geht. Also, eine Kuscheldecke, ja, oder? Wahnsinn. Ja, wahnsinnig schön. Giovanni, was ist eigentlich deine Aufgabe zu Hause? Du hast mir gerade ganz schön hast uns erzählt, was Janaina alles anschleppt, was deine Mutter alles macht. Ich habe jetzt noch gar nicht gehört, was du so machst. Ich bin der Entertainer zu Hause. Ja, klar. Ich mache die Stimmung im Haus, weißt du? Ja, irgendeiner muss das ja auch machen. Ja, das stimmt. Nein, wir sind unterschiedlich unterwegs, Janaina und ich. Wir versuchen uns auch, uns es so zu legen, dass einer von uns beiden zu Hause ist. Und wenn meine Frau dann unterwegs ist, mal eine Woche irgendwie, dann bin ich zu Hause und schmeiße den Laden mit den Kids ab morgens mit allem, was dazugehört, was ja, eben alle Eltern so machen. Und, ja. Ich mache das aber auch sehr gerne. Also ich mochte das immer schon. Und jetzt Heiligabend. Baum schon geschmückt oder ist das etwas, was du mit den Kindern im Laufe des Tages machst? Baum ist schon geschmückt, aber mit den Kindern geschmückt worden. Ja. Der steht jetzt auch schon 3-4 Wochen. Die Kids mögen das gerne. Wenn er dann da steht, dann kommt schon automatisch so eine Stimmung ins Haus. Es wird schon dekoriert alles. Und da darf meine Frau sich richtig austoben, weil Janaina liebt einfach Deko. Und da ist alles zu dekoriert. Also man erkennt unser Haus auf jeden Fall auf Google Maps anhand der Beleuchtung schon. Mehr beleuchtet, also stärker als der Kölner Dom zur jetzigen Zeit. Man erkennt, wo wir wohnen. Man sieht euch von der ISS. Ja, das stimmt. Wow. Erinnert ihr euch an Flo aus Aachen? Aber hallo. Die haben im Wettbewerb einen Popsong angefasst, und zwar Human von Wrecking Bowman. Und das gucken wir uns jetzt sehr gern nochmal an. Flow aus Aachen. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Maybe I can see through this and see what's behind. I have no way to prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got real problems. Some people out of luck. Oh, some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. The blame on me. The blame on me. The blame on me. Put the blame. That's my opinion. Don't ask me to lie. Put the blame. Beg for forgiveness for making you cry. Put the blame on me for making you cry. Put the blame. 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh. Giovanni, kleiner Popper, genau dein Ding, oder? Was soll man da sagen? Das ist einfach geil, was die machen. Das ist echt Hammer. Die haben alles gemischt, was zusammengehört. Guck dir mal diesen Auftritt an. Jeder von denen weiß genau, was er will. Die gehen da raus, als wenn sie in der Arena gehen. Die Gladiatoren.
Ich habe Angst vor jedem Einzelnen. Nein, wirklich, die wissen genau, was die wollen und die holen dich einfach. Ihr habt böse abgeliefert. Glückwunsch. Flow aus Aachen, mir fehlt das Fachwissen, aber es ist wirklich richtig gut, ne? Absolut, top. Die haben nicht gewonnen, aber du warst damals der Meinung? Ja, aber es entscheidet ja letzten Endes der Zuschauer. Ja, das nicht stimmt. Die Juroren. Also insofern alles gut. Und wer im Finale ist, ist sowieso erstklassig. Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass man Rolf nachts wecken kann und der kennt alle Chöre noch. Du hast alle noch drauf. Ich meine, du bist seit der ersten Sendung dabei, ja. Seit 5 Jahren. Ja. Wenn ich dich nachts wecke und frage, Rolf, was ist dein Highlight gewesen in 5 Jahren? Mein Highlight, ja, also für mich deswegen, weil es ein Song war, den ich bis dato für unsingbar auf der Bühne gehalten habe. Und das war der Jugendchor des Theaters Bonn. Die haben mich wirklich super mit diesem Song geflasht. Das würde ich als Highlight nehmen. Queen Bohemian Rhapsody. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass ihr alle total ausgeflippt seid. Ja, ne? Das war unfassbar. Wir waren total platt. Ja. Also, und die hatten eine irrsinnige Präsenz, ne? Die haben einfach richtig gebrannt. Das hat man gemerkt. Die sind gekommen, um zu gewinnen. Und sie hätten es auch verdient gehabt, zu gewinnen. Am Ende hat es nicht gereicht. Da kam ein Schub vorne bei uns am Jurypult an. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, komm. Wir haben noch mal Lust auf den Schub. Yes. Also, der Jugendchor Theater Bonn, Bohemian Rhapsody. Ja, also die Wartezeit war sehr anstrengendste für uns wahrscheinlich, aber wir sind sehr happy, dass es geklappt hat. Der Rolf hat gesagt, das Unmögliche möglich gemacht. Ja. Wie ist es mit diesen Jungs und Mädchen zu arbeiten? Die sind begabt, einfach begabt. Die sind begabt, begeistert, mit sehr viel Liebe, mit viel Herz für Musik, für die Bühne, Bühnenmenschen. Das haben wir gesehen, absolut. Herzlichen Dank. Ihr wart so wundervoll. Standing Ovations beim besten Chor im Westen.
Jung, alt, reizvoll mit dem Titel And So It Goes. Chor Cantiamo Aachen. Wenn ich was sagen darf, in meinem Kämmerlein wäre am 24.12. Platz, da könntet ihr ganz sanft unter dem Weihnachtsbaum singen, wenn ihr möchtet. So, wir sind bei der Jury. Großartig. Weiter, weiter. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten. Also, super. Riesenkompliment. Klasse. Ich hab's gesehen. Giovanni hatte Pipi in den Augen. Das kann nicht sein. Doch, tatsächlich. Doch. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment. Chor Cantiamo Aachen. Ja. Wir sind bei den Highlights und kommen zu einem Chor, der vor ein paar Jahren gewonnen hat. Bonn Boys. Ja, absolut. Erinnere ich mich sehr gut, weil sie haben ein Stück gesungen, was so der deutsche Chorklassiker ist. Also die Gedanken sind frei. Aber da gibt es eine neue Version von. Die ist dann im Fünfvierteltakt. Die ist so ein bisschen anders. Und die hat mich auch sehr, sehr, sehr begeistert, diese Version. Worauf sollen wir jetzt, wenn wir es uns noch mal angucken, besonders achten? Auf den Rhythmus. Der macht das Stück so besonders. Einfach mal hinhören. Es lohnt sich. Also Bonn Voice, die Gedanken sind frei. Yeah.
Schön kann wirklich kultivierter Chorgesang sein. Und man nimmt ein Volkslied und plötzlich wird es zum Kulturgut. Das ist einfach traumhaft in den Ohren. Und Kompliment an den Chorleiter. Wirklich großartig. Vielen Dank. Bonn Voice, das sind die Gewinner vom Besten Chor im Westen 2018. Für welche Werte stehen eigentlich Chöre ein? Oh, für viele. Also für mich spontan Gemeinschaft. Aufeinander einlassen und wirklich mit den Sinnen zusammen sein, miteinander hören, kommunizieren, sehen. Das sind sehr viele Dinge, für die Chor steht in meinen Augen. Wir sehen jetzt einen Ausschnitt vom vergangenen Jahr, und zwar Tensing United. Die hatten eine irrsinnige Leichtigkeit, die hatten echt Spaß. Also ich hatte immer das Gefühl, die sind auf Klassenfahrt. Aber trotzdem waren die sehr konzentriert und sehr kreativ in der Art und Weise, wie sie einen Song umsetzen. Ich habe tagelang danach das noch gesungen. In also Tensing United, ich habe echt die ganze Zeit gedacht, also... Wenn ihr mal irgendwie auf Tour geht, ich komme mit. Herzbeben. Durch meine Venen fließt der Bass, hämmert gegen meine Sehnen. Auf das Leben ist Verlass, es hat noch viel zu geben. Und ich nehme deine Hand, muss tanzen immer weiter. Ich vergesse den Verstand, der Horizont wird weiter. Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, Herzbeben, deinem Beat total ergeben. Lass mich leben, Herzbeben, lass es beben. Herzbeben, lass uns leben. Der Puls der Nacht, doch mein Atem möchte ich finden. Der Tag ist längst nicht aufgewacht, wenn sich die Energien verbinden. Spürst du immer noch mein Herz? Bitte mal zu uns kommen. Anne, die Solistin, Helene hat angerufen und wollte wissen, ob du ein paar Shows übernehmen kannst. Wie war es für dich, da ganz vorne zu stehen und vor allen Dingen dann auch das Juryurteil zu hören? Ja, es war super aufregend. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, halt vor allem vor Beatrice' Reaktion, aber es war... Warum denn vor Beatrice? Weil sie so viel Ahnung hat von dem Metier. Die anderen haben auch Ahnung und die haben euch gefeiert. Tensing United, meine Damen und Herren. Also, hier beim Besten Chor im Westen.
aus Neunkirchen mit Bring Me Little Water, Sylvie, das Frauenensemble Encantada. Jetzt mal ganz ehrlich, wie lange habt ihr gebraucht? Das hat schon eine gewisse Weile gedauert. Und also Tag und Nacht kann man das üben. Fantastisch, es hat sich gelohnt. Ihr seid so zauberhaft. Und wenn ich würde sofort mit euch allen befreundet sein. Ihr seid eine ganz, ganz tolle Truppe. Encantada, hier beim besten Chor im Westen. Ich habe das ganze Jahr nicht aufgehört, an mir rumzuklopfen. Encantada. Ich weiß. Das haben wir alle geübt, so backstage. Wie machen die das? Ne? Wie machen die das? Und vor allen Dingen solche kristallklaren Stimmen. Encantada aus Neunkirchen, die habe ich auch direkt in mein Herz geschlossen. Ich habe zu vielen tatsächlich noch Kontakt. Zum Beispiel mit Uwe von Sounds Like Wednesday. Mhm. Erinnert euch, das sind die aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Vorher war die Bühne voll mit einem großen Chor und dann stehen plötzlich einzelne Menschen da. Was bedeutet das, Jane? Oh, das ist sehr furchteinflößend für ein kleines Ensemble. Teilweise hatten wir so 70 Leute auf der Bühne. Also, und dann müssen sie diese Bühne füllen. Mhm. Und das Problem ist bei einem Ensemble, weil es so wenige Leute sind, du hörst wirklich jeden Ton. Mhm. Auch die Töne, die nicht ganz so stimmen. Ich habe vorher noch so ein bisschen Händchen gehalten und die haben wirklich Puls gehabt. Ne? Da war wirklich, die waren nervös. Aber die standen auf der Bühne. Und haben das gerockt. Also gerockt ist so eine Floskel in dem Zusammenhang. Aber wenn die Musik losgeht, wenn es losgeht, bist du in der Musik verfangen. Also es zieht dich irgendwo hin auf eine andere Dimension. Und da ist häufig kein Platz mehr für Nervosität. Das ist dann verflogen, wenn man Glück hat. Und dann ist man drin und dann tut man das, was man liebt und was man kennt. Ja. Das ist, glaube ich, da passiert. Das ist die Formel. Sounds Like Wednesday aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. You've Got a Friend. I come running to see you again. Ooh, when you're down, you've got to, and trouble, you've got to, and you need some to, love and care. And nothing is going right. No, no, no. Close your eyes and think of me.
just call out my name. You've got to do. And you know wherever I am, you've got to do. I can run in. Do is call, and I'll be there, I'll be there. You've got. Now ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, you know they'll hurt you, yes, and desert you. Take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You've got a friend to do all you've got to do. You've got a friend you've got to do is call to know whenever you're afraid of me. I'll be there whenever you call me. To do is call. You've got a friend. Das packt mich total, dass ihr hier alle so zusammenhaltet. Ja, also ich bin in Tränen nahe, ich kann nicht mehr. Der Rolf hat gesagt, höchste Wertschätzung. Ja. Wow. Ich kann dazu nichts sagen, mir zittern so die Beine. Sounds like Wednesday. Giovanni, hast du jemals in all der Zeit einem Chor richtig mal so eine harte Kritik mitgegeben? Ich habe immer den Eindruck, dass du so besonders charming bist, ne? Ja, ich verzeihe mal ein bisschen links und rechts was. Weißt? Ja, wenn die Show gut ist. Wenn die Show gut ist, ich sehe es mehr als Show. Ja. Und verzeih mal links und rechts ein Detail. Hast du jemals im Chor gesungen, jetzt außer Broses? Nein, ich habe tatsächlich nie im Chor gesungen. Ich habe bei Broses gesungen, bei der Band, mit der ich ja bekannt wurde. Und da waren wir zu sechs. Da kam es auch schon drauf an, aufeinander zu achten, zu hören, Harmonien zu gestalten und zu finden. Das war auch schon eine tolle Schule, um eben bei so einem Chorwettbewerb dann auch genau drauf zu hören, was passiert. Ja. Jeder hat ja Highlights dabei heute. Wir kommen zu einem Highlight von dir. Und wir sehen jetzt 9 Frauen aus dem Pott. Tralafitti. Ideal auf dieser Welt, das ist für mich der kühne Held, der große blonde Mann. Er kommt aus einem Märchenland und reicht mir seine starke Hand, die mich zerbrechen kann. So sieht der Mann meiner Träume aus, sein Name ist Ralf oder Peer. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus, bitte hören Sie mal her. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist stolz, noch kühl, aber ich liebe ihn. Er heißt Waldemar und er ist kein Zar. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn. Der Junge ist das Gegenteil von meinem Ideal. Ich werde nicht mehr klug, was mir doch das ist mir egal. Er heißt Waldemar und er ist kein Zar. Nie krieg ich einen Herr Berlin, aber ich liebe ihn. Selber sonderbar, ich nenne alles Waldemar, das Auto und den Hund, den Vogel, den Chauffeur, sogar die nenne ich alle Waldemar und das hat seinen Grund. Mir ist das manchmal schon selbst fatal, denn jeder kennt meine Passion und jede Kapelle im Tanzlokal bringt mir diese Ovation. Er heißt Waldemar. Schwarzes Haar. Er heißt Waldemar. Und sein Geld ist rar. Ach, der Mann ist mein Ruin, aber ich liebe ihn. Mädels, das war wirklich sehr, 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 sehr selbstbewusst. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ihr habt so eine Kraft, so eine Energie. Ich feiere eure Choreo, dieses Selbstironische ein bisschen. Es hat aber trotzdem eine Größe und eine Klasse. Und jetzt muss man auch mal einen großen Applaus machen für die Musiker, die hier dabei sind. Wirklich, also, die wirklich einen mega Job machen. Wirklich ganz toll. Aus Feudingen und dem Titel Männer, Lahnvokal. Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom. Männer backern wie Blöde, Männer lügen am Telefon. Oh, Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Männer haben schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Wer das Kind schon auf Mann gereicht, dann ist ein Mann ein Mann. Dann ist ein Mann ein Mann. Dann ist ein Mann ein Mann. Männer führen Kriege. Männer sind schon als Baby blau. Männer rauchen Pfeife, Männer sind furchtbar schlau. Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz, ganz genau. Dann ist ein Mann ein Mann. Dann ist ein Mann ein Mann. Der Lobgesang auf euch selbst. Männer, Lahnvokal aus Feudingen. Ja, das sind meine Jungs aus dem Wittgensteiner Land. Die habe ich echt schwer ins Herz geschlossen. Lahnvokal mit Männer von Grönemeyer. Ich fand, die hatten auch einen mega Auftritt. Die waren so ungewöhnlich. Wir waren total überrascht erstmal von der Performance, von der Art und Weise. Und die haben sich so schön in den Wettbewerb reingegroovt und sind dann echt eine Überraschung geworden. Ich glaube, dass sie selber überrascht waren, oder? Ja, total. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich den Eindruck, dass sie gar nicht damit gerechnet hatten. Was mir gefallen hat, war die Interaktion zwischen, also die haben ja auch Männer dabei gehabt, die an die 80 gingen, aber auch die Interaktion eben mit den ganz Jungen. Es ist von jung bis alt alles dabei. Also meine Kinder zu Hause, die lieben das. Und meine Tochter ist 7, mein Sohn ist 12. Und wenn diese Sendung läuft, dann schauen die nichts anderes. Sind die tatsächlich dann nur choraffin, wenn sie es sehen, oder singen die auch im Chor? Die spielen beide Schlagzeug. Ich würde mir wünschen, dass die lieber singen zu Hause und nicht Schlagzeug spielen. Nein, die singen nicht im Chor. Meine Tochter, die hat jetzt die Passion fürs Singen schon entdeckt, muss ich sagen. Mein Sohn, der ist eher mit Instrumenten beschäftigt und mit ganz viel Sport. Der boxt und der spielt Fußball und Tennis. Der ist einfach total sportbegeistert. Aber meine Tochter, die fängt schon an, jetzt sich sehr, sehr stark für Musik zu interessieren. Jane, du arbeitest als Gesangsdozentin in Hamburg. Wenn du an die Chöre zurückdenkst, die du begleitet hast bei Der beste Chor im Westen, wer ist dir so in Erinnerung geblieben? Es gab so viele schöne Momente, aber die überraschendste Moment für mich war, wo die Produktionsfirma bei Der beste Chor im Westen mich richtig in die Pfanne gehauen hat. Ja, nur was war. Und mich hinters Licht geführt, dass sie so getan haben, als würde
einen ganz anderen Song an einer Stelle kommen. Ja, ich erinnere mich. Also, ihr bekommt eine Liste vorher mit Songs, die dargeboten werden. Und dann gab es eine unklare Situation bei Witches of Pitches. Und ich weiß noch, Jane sprach mich vor der Sendung noch an und kam mit so einer halben Brille auf der Nase und dem Zettel. Du, Sabine, hier stimmt irgendwas. Weißt du, was die für ein Lied singen? Und ich wusste, es soll eine Überraschung sein. Und ich, nee, du, ich muss jetzt gerade mal... Ja, aber sag doch mal, du, kann ich mal in deine Moderationskarten gucken? Auf gar keinen Fall. Hast du schön weggedrückt. Die haben sich das auch wirklich so überlegt. Witches of Pitches wollten No, No, Never singen. Für dich, um dich zu überraschen, weil sie dich so schätzen, weil sie dich so lieben. Und dachten, wenn wir schon es in die Sendung schaffen, dann wollen wir Janes Song von Texas Lightning singen. Oh wow. Die Witches of Pitches singen No, No, Never. Yay. Ein Song, der schon mal einen ganz großen Auftritt hatte. No, No, Never. Die Witches of Pitches aus Mörs. Jane, jetzt kommt diese Stelle, wo du 13 Jahre danach einmal sagen kannst, wie schwer dieser Song zu singen ist. Es ist schwer zu singen, weil es zwei Ebenen hat. Ich habe das nicht als glückliches Song geschrieben, sondern aus traurigem Anlass in meiner Familie für meine Nichte, dessen Vater gestorben war. Und ich habe versucht, mit diesem Song ihr Zuversicht zu geben, aber es hat auch ein weinendes Auge. Und für mich ist das Allerwichtigste bei diesem Song, bewusst zu sein, wie man Leute aus einem dunklen Ort in einen helleren Ort ziehen kann. Und mir kommen wirklich die Tränen. Ihr habt das so toll gemacht. Wirklich, wirklich toll. Dankeschön. Es ist eine Freude, dir dabei zuzusehen, wie du dir das nochmal anguckst. Oh, das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, was für Gefühle in mir abgegangen sind. Ich fühlte mich so beschenkt damit. Das ging mir schon sehr nah. Dann lassen wir uns jetzt mitreißen. Es ist Zeit für ein Gospel. Swing and Praise mixed aus Hersel und aus Bonn. Shout to the Lord.
So, und jetzt sind wir bei dir, Jane. Ich war unglaublich beeindruckt von dieser Leistung. Ich war unglaublich gerührt von euch. Vielen Dank. Wie hast du es erlebt auf der Bühne? Also im Treppenhaus ist die Pumpe dann doch schon ganz schön gegangen und dann waren wir auf der Bühne und man hat die ersten Töne gehört und man war so, okay, jetzt kann ich den Text nicht mehr vergessen, jetzt geht alles gut. Es hat so Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen. Fantastisch. Aus Olpem und dem Klassiker in einem kühlen Grunde, gemischte Stimmen, Biggesang. Klar in den Stimmführungen. Das Tuning war perfekt. Es war einfach so eine schöne, emotionale Reise. Und das muss man würdigen an dieser Stelle. Und ich sage nur vielen herzlichen Dank. Wir haben einen Special Guest natürlich, den Chorleiter des Gewinnerchors, Volker Arns. Wie schön, dich zu sehen. Hallo Sabine, hallo in die Runde. Hallo. Hey, hi. Wie geht's dir, wenn du die Bilder siehst nochmal? Wir sind total angefasst hier. Ja, ich habe das Gefühl, es ist erst ein paar Tage vorbei, wenngleich es ja schon ein ganzes Jahr ist. Also man fühlt sich sofort zurückerinnert ja, an diese aufregende Zeit, an all die tollen Momente und die Emotionen, die man da wirklich im Gedächtnis behalten hat. Wie war denn euer Chorjahr? Es war ja dann irgendwie ab März, ging ja nichts mehr. Ja, wie für alle in der Gesellschaft war es ein ganz besonderes Jahr. Es fing wunderbar an. Wir haben in den ersten 3 Monaten tolle Konzerte geben dürfen. Dann kam das plötzliche Aus für uns alle. Wie habt ihr euch zusammengehalten als Chor? Ja, wir haben ganz kreative, verrückte Dinge eigentlich getan. Und wir haben uns dann passend zur Corona-Schutzverordnung immer wieder weiter vorangetastet, was wir eben durften. Und wir haben aus dem großen Chor 2 einzelne Chöre gebildet, um dann irgendwann eines Tages auch in inneren Räumlichkeiten wieder auf Abstand eben zu singen. Es hat ja aber auch was Gutes, dass es dieses Jahr keinen Wettbewerb gibt. So seid ihr einfach noch ein weiteres Jahr der beste Chor im Westen. Ja, das kann man so oder so sehen, auf jeden Fall.
Der Titel ist dann vielleicht noch ein Jahr länger, aber ich hätte es mir anders gewünscht. Es wäre schöner gewesen, wenn es eine neue Staffel gegeben hätte oder wir mittlerweile schon ja, unseren Hauptpreis, den Gewinn vielleicht hätten einlösen dürfen oder weitere Konzerte. Ich glaube, das ist auch ganz klar. Ja, ein Teil des Gewinnes war ja ein gemeinsames Konzert mit dem WDR-Rundfunkchor. Es ist völlig klar, so wie wir uns das mal alle gedacht haben, geht es im Moment nicht. Aber Volker, du hast es ja schon gesagt, wir bleiben ja kreativ. Das ist die Ästhetik der Krise. Ich freue mich, dich zu sehen, dass du einen gesunden und trotzdem munteren und kämpferischen Eindruck machst. Und bitte grüß alle ganz, ganz herzlich von uns. Dankeschön, das werde ich sehr gerne ausrichten. Frohe Weihnachten. Auch frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ich möchte noch ein Beispiel zeigen. Und zwar gibt es einen Song, den spiele ich bei WDR 2. Sucker, ich kenne den, ich kann den. Und dann kommt Tenzing United. Also diese Kombination aus vielen unterschiedlichen Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Ja. Und seitdem höre ich innerlich immer nur diese Version. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. I'm feeling heat in December when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. Say the word and I go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Any road you take, you know that you won't find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you, and you're making it typical me, break my typical rule. It's true, I'm a sucker for you. Stumbling out of bars, I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. Say the word and I go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Any road you take, you know that you will find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Zurück. Im Radio waren das die Jonas Brothers. Bei uns auf der Bühne singen das Tenzing United aus ganz NRW. Sehr cool. So, und wir sind bei euch. Jane, wie hat es dir gefallen? Mir hat das sehr gut gefallen. Und die Halle auch. Als ich Sucker von The Jonas Brothers gelesen habe, dachte ich, auaha, rhythmisch wird das ein ganz schönes Abenteuer sein. Und das hat so gegroovt, dass ich mich nicht halten konnte. Ich wollte sofort aufspringen und tanzen. Das war eine sehr spannungsvolle, tolle Leistung. Vielen Dank. Tenzing United und Sucker hier beim Besten Chor im Westen im Weihnachtsspecial. Ich wäre auch soweit für morgen Abend. Ich bin bereit. Ich habe total Bock auf Weihnachten, ernsthaft. Ihr nicht ja, so? Also ich brauche noch ein bisschen. Also ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin immer der, der auf der letzten Rille kauft. Und so auch morgen. Rolf, was ist bei dir mit Weihnachtsmusik an Heiligabend? Ja, was läuft da? Also ich spiele... Die Matthäus-Passion. Nee, dann eher das Weihnachtsoratorium von Bach. Das gehört wirklich dazu. Ach, die so. Matthäus-Passion ist Ostern, ne? Ja. Oh, eher. Gibt aber auch Leute, die das Weihnachten hören. Auch gut. Nein, also so ganz traditionelle Weihnachtsmusik. Und ich oute mich, ein großer Freund von Stubenmusik, also alpenländischer Weihnachtsmusik. Und bist du eher so die Fraktion All I Want for Christmas oder ist es dann eher so wirklich die Classics? Also
Ich bin auch Romantik und Lametta pur und dann höre ich gerne Leise rieselt der Schnee. Ah. Ich finde, ich bin Romantik und Lametta pur, Rolf. Ist schon ein starker Satz. Aber die Chormusik orientiert sich nicht nur an den ganz alten klassischen Liedern, sondern auch, es geht in eine neue Richtung. Es gibt wirklich eine neue Strömung von deutschen Weihnachtsliedern. Und da ist zum Beispiel Oliver Gies, der hat einfach einige Stücke arrangiert. Die sind in einem modernen Gewand, die sind in der Harmonik anders. Die klingen erstmal gar nicht wie ein Weihnachtslied. Und auch die Texte sind gar nicht so wie ein Weihnachtslied. Nämlich nicht Friede, Freude, Weihnachtskuchen, sondern die sind auch sozialkritisch und setzen sich mit Dingen auseinander, wie der Konsumwahn, den wir zu Weihnachten haben, oder halt auch Vereinsamung, die wir zu Weihnachten natürlich auch stattfinden. Aber funktioniert das dann? Weil ich meine, Weihnachtsmusik ist ja letztlich das, was, das geht so direkt in die Blutbahn, ne? Also da haben wir Kindheitserinnerungen und alles Schöne und Warme. Das ist ja im Prinzip das, was wir auch suchen in den nächsten Tagen. Die Mischung macht es, aber wir haben auch einige von diesen neuen Weihnachtssongs ja auch schon bei uns hier im Besten Chor im Westen auch gehört auf der Bühne von Chören. Dann schauen wir da genau mal rein. Übertrieben viele Lichter, Glühwein, Pommes und Punsch, Pomp und Weihnachtszauber total, vom Stress gezeichnete Gesichter. Und das Christmas erklingt heute schon zum 20. Mal. Den meisten kommt das Fest viel zu früh. Was man sich schenken soll, lässt manch einen verzeihen. Immer wieder manch anderer setzt sich kurz vor Heiligabend in den Flieger, weil er fliegt. Und doch kennt jeder die Momente, in denen ferner vom Kopf irgendwas im Herzen geschieht. Es kommt ein Schiff geladen, der Jazzchor der Uni Bonn. Thank you.
Also Leute, ihr dosiert alles genau richtig. Wirklich, die leisen Sachen, die lauten Sachen, ihr passt aufeinander auf, ihr taucht ab in die Atmosphäre, ihr nehmt einen direkt mit ab dem ersten Ton, ihr nehmt einen mit dahin, wo man hin muss, um diesen Song zu verstehen, und ich bezweifle, dass man es besser machen kann, als ihr gerade jetzt diesen Song so zu performen. Da schnalzt die Jury hier nochmal mit der Zunge, der Jazzchor Uni Bonn, fandet ihr alle toll, ne? Ja, waren wir alle große Fans. Ganz, wir waren alle richtig geflasht. Ja, es kommt ein Schiff geladen. Ich möchte jetzt noch einmal das Weihnachtslied aus dem Finale von Gemischte Stimmen, Begesang anschauen, weil es mir in Erinnerung geblieben ist wie ein Familienbild. Mhm. Die haben sich nicht für ein besonders kirchliches Lied entschieden, sondern für ein Lied, das ich vorher gar nicht kannte, Wenn du daran glaubst. Und saßen also wirklich wie ein Familienfoto. Das ist natürlich jetzt mit der Geschichte dieses Jahres, 2020, wo wir alle auf Abstand müssen, nochmal umso wärmer und schöner. Deswegen noch einmal, wenn du daran glaubst, das Weihnachtslied vom besten Chor im Westen, Gemischte Stimmen, Begesang. Winterabend, du denkst nicht an Schlafen, denn schon morgen kommt der Weihnachtsmann. Deine Wünsche hast du ihm geschrieben und du hoffst, dass er sie bringen kann. Zu träumen, wenn es kalt bleibt, schneit es noch heut Nacht. Unsere Welt ist plötzlich wie verzaubert und du freust dich, dass Knecht Ruprecht lacht. All deine Gedanken fliegen hin zu ihm. Schick ihm deine Träume, deine Fantasie. Wenn du groß bist, wirst du dich erinnern, wie die Weihnacht früher einmal war. Dieser Zauber soll dich stets begleiten, dann wird jeder deiner Wünsche wahr. Der beste Chor im Westen. Und bleibt es noch ein weiteres Jahr Gemischte Stimmen, Begesang aus dem Sauerland, aus Olpe. Denn in diesem Jahr haben wir keinen Wettbewerb, also sind sie es 2 Jahre. Flo aus Aachen haben 2018 beim besten Chor im Westen den 2. Platz gemacht. Also Vizemeister. Vizechor. Ja. Was hast du noch so in Erinnerung, was diesen Chor ausgemacht hat? Also, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, dass diesen Chor, den gibt es oder den gab es ja noch zu der Zeit gar nicht so lange. Also ein Chor mit nicht so viel Tradition und dafür in diesen wenigen Jahren einfach den Riesenstep zu machen, das spricht schon für Qualität. Ne? Und bei denen gab es auch einige, an die man sich so gut erinnern kann. So markante Typen waren dabei. Ja, Flo aus Aachen. Fireplace is burning bright, shining all on me. See the presents underneath the good old Christmas tree. In a wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why is that Christmas to me?
children play outside like angels in the snow. Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. We cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why is that Christmas to me? I've got this Christmas song in my heart. Christmas to me, oh, why is that Christmas to me? I listen for the bird of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Ihr Lieben, morgen ist Heiligabend. Das Jahr geht zu Ende, dieses denkwürdige Jahr. Was wünschen wir uns? Ich wünsche mir 2021 als Jahr, wo wieder gesungen werden darf. Wo es hell wird. Ja, und wo wirklich Chöre wieder ans Licht dürfen. Und ich wünsche mir sehr, dass der beste Chor im Westen 2021 wieder gekürt werden kann. Ja, ja. Ja, natürlich. Ich wünsche mir, dass wir Menschen ein bisschen aus dieser Krise dazulernen. Mhm. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir mehr Acht drauf geben auf das Miteinander und nicht auf das Gegeneinander. Ja, ich wünsche uns allen vor allem auch, dass die Dinge wieder normal weitergehen können ab dem kommenden Jahr. Ja. Und dass wir aus dieser schweren Zeit lernen und viel Gutes ziehen auch. Und die Liebe steht sowieso an erster Stelle. Das ist das Allerwichtigste. Die bleibt, egal ob Krise oder nicht. Jetzt erfüllen wir aber noch mal einen Wunsch. Gemischte Stimmen, Begesang im vergangenen Jahr gewonnen. Also wenn du den besten Chor im Westen gewinnst, bekommst du ja nun wirklich das stattliche Preisgeld von 10.000 Euro. Mhm. Und daneben gibt es eben das Konzert mit dem WDR-Rundfunkchor. Dieses Jahr, klar, hat es nicht stattgefunden. Und Begesang war total traurig und der WDR-Rundfunkchor auch. Aber dann waren die Verantwortlichen vom WDR-Rundfunkchor gesagt, irgendwie muss es doch möglich sein, dass wir noch was gemeinsam auf die Beine bringen. Und das haben wir auch gemacht, eben mit dem Lied O Come All Ye Faithful. Und das ist unser Finale heute hier beim Besten Chor im Westen im Weihnachtsspecial. Gemischte Stimmen, Begesang. Der beste Chor im Westen zusammen mit dem WDR-Rundfunkchor. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, auf das wir uns nächstes Jahr gesund wiedersehen. Die Probe vor dem großen Auftritt. Begesang macht das online. Müssen wir jetzt alle das Mikro anmachen oder nicht? So, alle on. Auch der WDR-Rundfunkchor ist schon bei der Feinarbeit. O come ye, to Bethlehem. Wir hatten hier das große Glück, dass wir diese Halle hier für uns nutzen können. Die ist, wie man sieht, sehr groß. Da haben die natürlich einen kleinen Vorteil, was ich ihnen gönne. Ich würde es auch sofort machen, wenn ich die Chance hätte als Profimusiker. Aber das können wir halt leider nicht als Laienchor. Und eine kleine Betonung in die Eins machen. O come all ye faithful. O come all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him on the King.
schön war es mit euch. Ihr habt perfekt gesungen. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ich bin total gespannt, was jetzt daraus entsteht. Einfach zu sehen, wie ist das Ergebnis jetzt auf diese Distanz, zwei Chöre zusammenzuführen, trotzdem gemeinschaftlich in einem Lied. Also da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und jetzt gemeinsam. Begesang und der WDR-Rundfunkchor in der Kölner Philharmonie. Und bitte. Oh.